Wie sage ich meiner Familie, dass ich ein Medium bin? Darum geht es heute. Mein Name ist Ine Rehak, Medium und Mentorin, und lass uns gleich losstarten. Der erste Punkt zu dem Thema ist vielleicht ein bisschen überraschend: Du musst es nicht sagen. Du musst es nicht kommunizieren, wenn du nicht möchtest und wenn du dich dazu nicht bereit fühlst. Du kannst Medialität für dich leben, privat, sehr intim, es sehr für dich behalten und es mit niemandem teilen, wenn du nicht möchtest. Wenn du das Gefühl hast, du willst es niemandem mitteilen, dann ist es in Ordnung. Dann kannst du es für dich behalten, dann kannst du Medialität für dich ganz allein leben oder eben mit Freunden oder mit Kommilitonen aus Kursen. Ist völlig in Ordnung. Dann geht es darum, herauszufinden, wie steht denn deine Familie zu dem Themenbereich, grob gesagt Medialität. Wie stehen die einzelnen Mitglieder dazu, die einzelnen Familienmitglieder, Verwandte, und wie steht die Familie als Ganzes dazu? Fühle mal davor, finde heraus, wenn du es nicht schon weißt, meistens wissen wir es ja, aber wir können einfach mal ganz vorsichtig vorfühlen sonst auch und mal Geschichten von jemand anderen erzählen oder über ein Buch reden, das wir gerade gelesen haben. Mal einfach mal so zu schauen, wie ist denn die Reaktion der Familienmitglieder auf das Thema Spiritualität im Allgemeinen und im Speziellen auf das Thema Medialität. Wie ist die Reaktion? Dann kannst du schon ein Gefühl entwickeln natürlich und abschätzen, wie die Reaktion dann auf dich sein könnte, wenn du darüber sprichst. Ja, wie würden sie auf das reagieren? Das nächste, was du machen kannst, ist, dass du dir Menschen suchst. Oft ist es eher im Freundeskreis als in der Familie, bei denen du weißt, dass du offen mit ihnen darüber sprechen kannst. Also wo du weißt, dass sie offen, entspannt, tolerant reagieren, vielleicht sogar positiv reagieren auf deinen Weg. Und dann übst du mit diesen Menschen dieses Ansprechen der Themen. Du übst deine Wortwahl, du übst die Formulierung der Sätze, du übst, wann ein guter Zeitpunkt ist, wie du es ausdrücken willst, wie du dich präsentieren willst. Also übe mit Menschen, mit denen du dich sicher fühlst, gut fühlst und wo du weißt, dass du ein bisschen Spielraum hast, dass Toleranz da ist, dass Offenheit da ist, dass ein liebevolles Begegnen stattfinden kann. Wenn du dann also soweit bist und mit einem Familienmitglied oder gleich mit allem zusammen sprechen willst über deinen medialen Weg, über deine Medialität, dann ist mein Tipp an dich, wähle sehr achtsam deine Worte und wähle allgemeine Worte. Also sag nicht, also übrigens, ich channel jetzt die Elohim-Engel in der Dimension und in der Fraktion und mit dem und dem und dem. Ja, also nicht zu viele Worte verwenden, die sehr unnahbar sind, die für viele nicht nachvollziehbar sind, die für viele fremd wirken oder vielleicht sogar beängstigend, sondern nimm eher Worte, die allgemeiner sind, die bodenständiger sind, die Menschen vielleicht schon mal gehört haben. So wie Engel, Schutzengel, himmlische Wesen, der Himmel, statt die geistige Welt, sag vielleicht der Himmel. Ja? Schau, dass du die Worte, die vielleicht für dich vertraut sind und ganz üblich sind in dieser Welt, in der Medialität, runterbrichst auf möglichst Bodenständiges. Auf möglichst Bodenständiges. Ja, und sprich von den einfachen, bodenständigen Dingen zuerst mal, wenn diese erste Kommunikation stattfindet, und sag nicht gleich, sprich vielleicht nicht gleich, hey, übrigens, ich wollte euch sagen, ich kann mit Toten sprechen. Ja? Das ist zwar vielleicht auch relativ bodenständig, aber das macht vielleicht Angst. Ja? Also schau mal, überleg dir vorher, mit welchen Formulierungen und mit welchen Worten können deiner Meinung nach Menschen, die damit noch nichts zu tun hatten, am besten umgehen. Wo ist das, wo sie sagen, ah, okay, ja, das macht sie. Ja, ah, Energiearbeit habe ich schon mal gehört. Ah ja, okay, weiß ich. Ja, Engel sagt mir was. Ja, habe auch ein paar Figuren im Wohnzimmer stehen. Schau, dass du es nahbar machst, bodenständig und allgemeinere Bezeichnungen wählst, nicht zu detailliert, nicht zu speziell, sodass dieses Gefühl von, ich kenne mich nicht aus, wovon spricht sie da, ist jetzt komplett durch den Wind, dass das möglichst wenig
entstehen muss. Das nächste ist, je nachdem natürlich, wie das Gespräch verläuft. Ja, du willst natürlich auf Fragen antworten, aber wie gesagt, bleib so bodenständig wie möglich, wie es dir in dem Moment möglich ist, so natürlich, so normal wie möglich, also ein bisschen runterfahren, ja, sozusagen deine Energien und vielleicht sogar deine Begeisterung zu dem Thema. Und dann schau, wie die Menschen reagieren, wie deine Familie reagiert, und achte dann drauf, wenn es nötig ist, sie einfach daran zu erinnern, wer du bist, an Gemeinsamkeiten erinnern, an gemeinsame Vorlieben erinnern, an gemeinsame Hobbys erinnern, Erinnerungen überhaupt wieder an die Oberfläche bringen. Oder vielleicht sogar das Thema wechseln, weil den Samen hast du gesät und jetzt das Thema auf etwas bringen, womit alle gut können, worüber sich alle gern unterhalten, irgendeine lustige Anekdote oder das Essen, das Wetter, die Kleidung, was auch immer, den Garten, den Urlaub, ja, irgendwas, wo alle gut mit können. Also je nachdem, wie deine Familie reagiert, entweder sie dran erinnern, hey, ach ja, gib mir auch nochmal von dem guten Wein, den mag ich so gerne. Ja, so, das ist vielleicht was Verbindendes, weil alle diesen gleichen Wein gerne mögen, zum Beispiel. Oder einfach sagen, ach, kurze Abschweifung im Thema, ach ihr wisst ja, ich mache so gern Apfelstrudel und gestern habe ich 3 gebacken. Ja, so erinnern, wer du bist, außerhalb dieses medialen spirituellen Weges, erinnern, wer du bist und was sie an dir lieben und was sie an dir, wo Gemeinsamkeiten sind zwischen euch. Oder eben das Thema komplett wechseln und sagen so, okay, den Samen habe ich gesät und ich gehe jetzt wieder komplett in ein anderes Thema, wo alle gut mitreden können, wo alle Spaß haben, wo eine gute, offene Kommunikation stattfinden kann. Dieser nächste Abschnitt ist wirklich wichtig und ich glaube, da versemmeln das einige. Wenn ich das so sagen darf. Erwarte nichts. Je weniger du von deinen Familienmitgliedern erwartest, wenn du dieses große Herzensanliegen, diesen großen Herzensweg von dir teilst, je weniger du erwartest, desto leichter ist es für alle. Das kennst du. Ja, wenn dir jemand etwas erzählt und du spürst schon, derjenige erwartet so sehr und wünscht sich so sehr, dass du sagst, das ist toll, oder erwartet sich Bestätigung, positive Reaktionen, dann hast du selbst ja gar nicht mehr das Gefühl, so reagieren zu können, wie du eigentlich möchtest, oder du spürst gar nicht mehr den Freiraum, du zu sein, weil du vielleicht, je nachdem, wie du gestrickt bist, vielleicht willst du die Erwartungen erfüllen und vielleicht willst du alles andere als die Erwartungen erfüllen, aber es ist schwer, diesem Energiesog standzuhalten und wirklich ganz bei sich zu bleiben. Ja, das ist auch nicht angenehm. Also, es geht für dich im ersten Gespräch nur darum, dass du die Information weitergibst, dass deine Familie die Möglichkeit hat, sich mit dem Gedanken anzufreunden, mal diesen Impuls zu geben, ah, okay, da ist was, mit dem sie eher sich beschäftigt. Mehr ist nicht die Absicht im ersten Gespräch. Wenn es weitere Gespräche gibt, sieht das wieder ein bisschen anders aus, aber die ergeben sich dann eh durch den Inhalt, durch die Fragen und so weiter. Ja, durch Erzählungen von dir oder Ähnliches. Hier geht es nur darum, mal diese Information zu vermitteln. Und das soll nicht sein, findet ihr das auch so toll, ich bin so begeistert, das musst du auch probieren, das müsst ihr mal machen. Ich zeige euch, wie das geht, ich channel gleich mal für euch. Wegschieben. Lass diese Begeisterung da nicht sein. Ja, ich sage ganz, ganz selten, dass du irgendwo nicht begeistert sein sollst. Und sollst natürlich auch. Aber in diesem Rahmen versuch, deine Begeisterung ein bisschen runterzufahren und ganz ruhig und ganz entspannt zu sein. Und am besten in so einer Art von Selbstverständlichkeit, ohne dass du jemanden missionieren willst, ohne dass jemanden etwas aufdrängen willst. Punkt. Du teilst nur deine Informationen. Keine Erwartungen, kein du musst mal, komm mal mit, ich channel für dich, ich weiß, was du brauchst, ich sehe, dass es deinem Magen nicht gut geht. Kein Anwenden der Fähigkeiten, kein Überreden wollen und keine Erwartung, dass die Menschen auf irgendeine Art auf deine Worte, auf deinen Weg reagieren. So gut dir das möglich ist, versuch die Erwartung rauszunehmen, die ist natürlich da, die haben wir, ist okay, aber nimm sie so gut wie möglich raus, um ein freies, offenes Gespräch stattfinden lassen zu können. Dann ist es so, dass du rechnen solltest
mit Ängsten, mit Ablehnung und mit Sorgen. Rechne damit, dass manche oder alle Familienmitglieder sagen, oh, geht's dir wohl gut damit und ist das, vielleicht ist das eine Sekte, was bedeutet das jetzt, weiß das dein Arbeitgeber, wissen das deine Freunde, was sagen die Nachbarn dazu, also Sorge darum, wie das Umfeld auf dich reagiert und Sorge und Ängste darum, wie es dir geht dabei, Sorge und Ängste darum, dass du vielleicht mit den falschen Energien in Verbindung, in Kontakt trittst, also in vielen Familien ist es so, dass die Sorgen und Ängste da sehr präsent sind, wenn wir von diesen Themen das erste Mal oder auch in Zukunft sprechen. Bereite dich da einfach innerlich vor, wie kannst du auf das antworten, welche Worte weißt du, dass gewisse Familienmitglieder beruhigen würden, wie kannst du sagen, dass es für dich ein guter Weg ist, wie kannst du das ausdrücken, so dass es verständlich ist, dass es bodenständig ist, dass sie sich beruhigen können, dass du nicht Worte wählst, die nochmal die Ängste schüren und die Sorgen verstärken, sondern eher besänftigen, ruhiger machen, dass sie dir vertrauen können, dass sie deinem Weg vertrauen können, dass sie wissen, dass du achtsam bist, dass du vorsichtig bist, dass du dich nicht verausgabst, dass du weißt, wie es geht und dass du nicht unachtsam bist, dass du nicht riskant bist, dass du auch weißt, mit wem du drüber sprechen möchtest und mit wem nicht. Ja, also in beide Richtungen, dass du gut auf dich schaust, dass du dich nicht von irgendwem, das ist auch auf die Angst, dass du dich nicht von irgendwem bis über beide Ohren manipulieren lässt, aber dass du auch darauf achtest, wie gehe ich mit dem Umfeld um und wem erzähle ich es und wem nicht und dass du weißt, dass es deine Achtsamkeit braucht. Und vielleicht ist dein Arbeitsplatz auch nicht der beste Ort, darüber offen zu sprechen. Vielleicht aber auch schon. Kommt darauf an, wo du arbeitest und wer Vorgesetzte und Kollegen sind. Oder ob du Vorgesetzte bist und das deinen Angestellten sagen möchtest. Ja? Rechne damit, dass deine Familie so reagiert, mit Ängsten und mit Sorgen. Und vielleicht auch damit, dass sie denken, irgendwas stimmt bei dir nicht, dass du eine psychische Erkrankung hast, wie kannst du dann reagieren? Bereite dich diesbezüglich ein bisschen vor auf das Gespräch, damit du dann weißt, wie du sprechen kannst. Und vorbereiten meine ich nicht, dass du recherchieren musst, sondern mach dir einfach Gedanken, reflektier darüber, meditier darüber, welche Sätze kann ich dann sagen, wie kann ich das sagen, wie kann ich ruhig bleiben oder ich will ruhig bleiben und ich sage, was, wie glaubst du, was glaubst du von mir? Ja, das schürt das ja noch. Ja, so und ruhig bleiben und sagen, ah, okay, ja, verstehe, dass du dir Sorgen machst, aber bla bla bla. Ich mache das so und so und ich weiß, da bin ich auf einem sicheren Weg und ich riskiere nichts und so weiter. Ruhig bleiben und dann kann deine Ruhe auch auf die Familienmitglieder übergehen und ihr könnt vielleicht sogar eine wunderschöne Kommunikation darüber haben. Ja, zum Abschluss nochmal, was das Wichtigste ist aus meiner Sicht, mach keine Mission draus. Missioniere niemandem in deiner Familie. Nicht bei dem Gespräch, nicht davor und nicht danach. Nicht du musst das und das ist die Lösung aller Dinge und du kannst das sicher auch. Komm mit und lass mich für dich channeln und lies unbedingt dieses Buch und schau unbedingt diesen Film oder diese Serie und du glaub mir, das ist das Richtige für dich. Nope. Mach das nicht. Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden, für die er passt, die spüren das und die fragen und die finden den Weg. Mit du musst und unbedingt und glaub mir, lass das weg. Das macht dich nur unglaubwürdiger. Das macht dich nur, ja, das macht das ganze Ding ein bisschen skeptischer sogar noch. Das macht keinen Sinn. Also nicht missionieren. Okay, versprochen? Ja, gut. Wenn du meinen kostenlosen Kurs noch nicht hast, der heißt Medialität, ist es was für mich? Schnapp ihn dir, ich verlinke ihn und viel Freude bei deinem weiteren medialen Weg und bis sehr bald.